Da ist er wieder, eure Katrin, und heute möchte ich euch die Sega Prize Premium Figur Mosasaurus aus der Jurassic World Reihe vorstellen. Ziemlich cooles Teilchen, ihr habt es ja schon aus meinem Unboxing schon mal das erste Mal gesehen. Und ich sagte ja, zusammenbauen werde ich das dann im Review. Nun ist es soweit, ja. Also, dieses Modell kommt in Teilen daher, ja, weil es sonst nicht in die Packung passt. Muss man noch zusammensetzen, sieht aber ganz simpel aus. Und bringt noch eine Base mit. Ziemlich cool. Ja, sehr schönes Teil. Jetzt bauen wir das erstmal zusammen. Dann messe ich das Ding mal ab. So, also. Es ist nur eine Art und Weise möglich, das zusammenzusetzen. So, zack. Nicht schlecht. So sieht es dann aus. Hier wird es dann aufgesteckt auf die Base. So, wollen wir mal schauen, wie das hier rum muss. Ah, das könnte die Oberseite sein. So, zack. Und dann einfach die Kugel rauf. Wow, nicht schlecht. Und dann kann man das Teil auch noch positionieren, wie man gerne möchte. Ja, ziemlich cool. Was für ein Teil. Jetzt messe ich es noch rasch ab. Tja, lieben, hab's mal von der Base runtergenommen. Also das Teil ist stattliche 26 cm lang und so wie er hier ist, an der höchsten Stelle 12 cm hoch. Und jetzt gucken wir uns das gute Stück mal aus der Nähe an. Da haben wir das Teil mal von der Oberansicht. Also jetzt sieht man schon extrem tolle Details hier überall. Ja, wie schon der T-Rex, den ich euch bereits vorgestellt habe. Also ich bin echt verblüfft. Das sind wirklich sensationell tolle Figuren. Ja, allein schon das Maulinnere. Ne? Guckt euch das mal an. Diese Details hier. Wahnsinn. Ja, auch der Unterkiefer. Das sind kleine, feine Details hier. Sehr speziell, oder? Ja, so ein richtiger fleischiger Rachen. Meine Güte. Sagenhafte Qualität. Sehr speziell. Ja, also Kiefer sind nicht beweglich, auch wenn es so aussehen mag. Dem ist aber nicht so. Also traumhaft, traumhaft schön. Ich kann es euch nur empfehlen. Die sind wirklich super für die Sammlung. Ja, eine echte Bereicherung in jedem Fall. Ja, schaut euch das an. Herrlich. Schön, wie die Flossen hier gemacht sind. Ne? Hier sind sie noch leicht flexibel. Die ganzen Details hier, ne? Wahnsinn. Herrlich. Wirklich traumhaft. Meine Güte, also wie gesagt, die Promo-Bilder werden dem Modell in Natura überhaupt nicht gerecht. Werden diese ganzen wunderschönen Details überhaupt nicht sichtbar. Ja? Also die werden überhaupt nicht deutlich. Erst wenn man das Modell dann in den Händen hält. Wirklich überraschend. Ja, der Schwanz, ne, der noch angesteckt werden musste. So sieht er aus. Dann haben wir hier nochmal ein paar ordentliche Details, ja, in Form von Haut, Falten, Riefen, was auch immer, ja. Wie man es auch von Walen her kennt. Sehr speziell. Hier ist er leicht flexibel, ich würde es aber auch nicht überstrapazieren. Könnte ich mir noch vorstellen, dass es sehr schnell bricht. So, nochmal die andere Seite. Wahnsinn, traumhaft. Schöne Fluke hier, ne? Wahnsinn. Ja, hier wird er aufgesteckt, ist klar. Ne? Auf seine Base und dann kann man ihn da, wie man möchte, positionieren. Ja? Also wenn er so nach oben schnellt oder in die Tiefe abtaucht, was auch immer. Krass. Ja, und so sieht das Teil dann einmal komplett von vorne aus. So einmal von der Rückansicht und man sieht schon, wie enorm der sich krümmt, was der für eine dynamische Pose hat. Dann haben wir hier die Komplettansicht von oben und die Komplettansicht von unten. Krasses Teil. So, und auch auf seiner Base macht er natürlich ordentlich was her. Ne? Sehr speziell dieses Teil. Und wie gesagt, man kann ihn da positionieren, wie man will. Entweder nach oben gerichtet. Oder eher nach unten. Muss natürlich gucken, rutscht dann raus. Aber ich denke, so werde ich mein Exemplar lassen. Das sieht schon ziemlich cool aus.
Wow, sehr speziell. Tja, ihr Lieben, ich habe euch dieses wunderschöne Modell nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, ja, falls ihr den auch für eure Sammlung haben möchtet, wenn ihr den nicht ohnehin schon habt. Und ich für meinen Teil klinge mich dann auch schon wieder aus, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!